Heute ist das Regio TV Plus für euch in Zwingen. Wir sind hier in dieser ganz grossen katholischen Kirche. Und ich habe das Duo Diversitas angetroffen. Sie sind am Proben. Marisa, erzähl mal, wer sind ihr denn ganz genau? Ihr seid international bereits ausgezeichnet worden. Also nicht irgendein kleines Duo, das ihr hier habt. Wir sind eben das Duo Diversitas aus Basel. Das ist Evgenia Spalinger an der Flöte und ich selber an der Gitarre. Wir haben uns während unserem Studium an der Musikakademie Basel kennengelernt, sind aber beide schon viel herumgekommen. Wir spielen schon seit mehreren Jahren zusammen und haben von Anfang an sehr einen sehr guten Draht gehabt und haben darum auch sofort den Start gewagt an den Kammermusikwettbewerb und haben dort auch schon einen Erfolg einstreichen. Evgenia, was erwartet denn die Leute in diesem Konzert? Was für Lieder, was für Stücke, was für Suiten eventuell auch haben ihr ausgewählt? Ja, das ist ein sehr spannendes Programm, haben wir zusammengestellt. Und zwar, das beginnt mit Johann Sebastian Bach, mit einer Sonate für Gitarre bearbeitet. Und ja, über Hans Haug, über den schon viel gesprochen wurde. Und ja, Marisa hat eben das CD herausgegeben mit ihm. Also das Capriccio von Hans Haug kommt dann, steht im Mittelpunkt des Konzertes. Und es geht bis zu den zwei Schweizer zeitgenössischen Komponisten. Und zwar bis zu Jean-Jacques Dünki, der ist ein bisschen älter. Und der Tobias Krebs ist ein ganz junger Komponist. Evgenia, was ist denn speziell an eurem Duo? Was macht eure Zusammenarbeit so speziell? An diesem Duo ist das speziell, dass es nicht so viel Originalliteratur gibt. Also es hat schon etwas, aber halt nicht viel. Und unser großes Anliegen ist, dass wir Auftragswerke bestellen für unser Duo von zeitgenössischen Komponisten. Und wir machen auch selbst die Bearbeitungen, wie zum Beispiel im Konzert kommt jetzt von Rossini, Tarantella Napolitana und von Kreisler, Schön Rosmarin. Das ist schon das Spezielle für unser Duo. Und ja, wir spielen schon seit 5-6 Jahren zusammen. Und ja, ich könnte sagen, dass wir fast wie ein Organismus wirken. Jetzt ist ja das eigentlich wirklich eine sehr, sehr intime Geschichte. Wie sucht ihr denn eure Lieder aus? Weil es muss ja auch immer harmonieren miteinander. Ist das bei euch stilabhängig oder was steht da im Vordergrund? Also im Vordergrund ist, dass es für beide Instrumente spannend ist. Also wir haben von Anfang an wollen, weg von dem Gitarre macht umcha umcha und Flöte spielt ihre schönen Melodien drüber. Von dem her suchen wir eigentlich gleichberechtigte Stück. Das ist nicht so einfach für die Besetzung. Also für Gitarre sowieso ist das Repertoire beschränkt. Darum muss man auch immer wieder Bearbeitungen spielen oder selber machen. Noch etwas zum bevorstehenden Konzert. Ihr habt Bewilligung gekriegt, es ist auch genug Platz. Euch liegt sehr am Herzen, das jetzt können in dieser Zeit machen. Ihr möchtet den Leuten etwas weitergeben. Ja, es ist so, dass wir letztes Jahr hier sehr ein schönes Konzerterlebnis hatten in Zwingen. Und unsere Idee ist eigentlich, zu den Leuten zu gehen, wo die Leute wohnen. Dass sie nicht alle immer reisen müssen, um ein schönes Konzert zu hören. Und letztes Jahr ist uns die Kirche sehr gross vorgekommen. Und dieses Jahr haben wir gedacht, super, das ist gerade gut, ist sie so gross. Und das ermöglicht uns, trotz der schwierigen Umstände mit genügend Abstand können, das Konzert durchzuführen.